Nee, sind sie nicht wirklich, aber... Na toll, Noel, wir sind im Nichts gelandet. Im Space-Time-Rift. Hat man doch gerade gesagt. Fucking tastisch. Oh Gott, kein Sauerstoff! Ja, good point. Nein, es ist die Future, wir wissen das. Oh, Schnauze. Aber echt. Suddenly Exposition. Der ist wirklich nur da, damit, wenn sie was nicht rausbekommen, er zwischendurch plötzlich die Informationen dazu hat, oder? Ich liebe es. The paradox is twisting space-time itself. Haha, lasst mich euch Quantenmechanik erklären, Kupo. Vorher weiß der scheiß Mori so einen Blödsinn. Genau, und das war ja alles hier der Typ, wie heißt der nochmal? Bellet. Caius Bellet war das ja. Mit Jule. Springen. Übrigens, ich find's geil, das Missionsziel. Ja. Kupo! Viel weiter geht's ja auch nicht. Was war das? Ach so. Oh yay! Mein Lieblingsfeature in Final Fantasy 13 2. Wenn jetzt nichts kommt. Das kennt ihr schon. Ach so, das dumme Puzzlespiel wieder? Ja! Oh Gott. Ach nee. Dafür müssen noch Space Sirens unraveln. Und das macht man mit schlechten Super Nintendo-Rätseln. Mich erinnert das, wie gesagt, immer an Dissidia. Was ein wesentlich besseres Spiel ist als 13.2. Mein Handy hat vibriert. Bitte? Mein Handy hat vibriert. Ja, und? Von Dissidia, eigentlich müssen wir Dissidia mal spielen, weil das hat ja eine Story, also es hat eine Story, die wirklich versucht, alle Final Fantasy Helden durch so eine Dimensionsscheiße zusammenzubringen. Auch sehr, Ergibt das mehr oder weniger Sinn als Final Fantasy 13 und 2? Ich bin mir nicht so sicher. Jemand müsste es mir nochmal vorlesen. Ja, du, ich hab wirklich, abartigste Dojinshi gelesen, die bessere Storys hatten als Final Fantasy 13.2. Ich schäme mich mehr dafür, Final Fantasy 13.2 gespielt zu haben, als die Dojinshi gelesen zu haben. Okay, das ist eine andere Art von Rätsel, nicht spannender als die andere. Zahlen? Ja, tatsächlich, kein Scherz. Das ist, hier ist rot, ich muss A halten. Okay, die wechseln, gerade ist kein roter. Hier grau. Fuck, okay, jetzt, wo sind zwei gleichfarbige? Hier, gelb, nein, hier, gelb und gelb. So, mit schwarz und schwarz, grün und grün, weiß und weiß, lila, das ist nicht da, also das hier, und jetzt die zwei, dann die zwei. Oh Gott. I did it! Hey, ist das dein KC? KC, yeah. Naja, natürlich unravelt man die Space Time, indem man die Monster nach Zahlen zeichnet. Oh mein Gott! So schön. Anomaly resolved! Als nächstes musst du es ausmalen. Das ist wirklich, als hätte man ein Bussi-Bär-Heft genommen und hätte es mehrmals auf die Tastatur geschlagen und das, was da als Code rausgekommen wäre, hätte man hier eingebaut. Ja. Nämlich, als ich jünger war, habe ich bei der Schülerzeitung gearbeitet und wir haben so Kreuzworträtsel gemacht und das war den Leuten immer zu schwer. Wir haben immer Feedback gekriegt, das ist uns zu schwer. Dann haben wir irgendwann einfach ein Rätsel eingebaut. Bussi-Bär mit so einem riesen Ball in der Hand und drunter steht einfach nur, wo ist der Ball? Daran erinnert mich das gerade. Also das war jetzt alles, was wir machen mussten, um diese Brücke wiederherzustellen. Ja, so einfach ist das, ne? Das war die so einfach, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie da immer eine ganze Folge Dr. Who rauskriegen aus so einer komischen Space-Time-Sache. Am Anfang hatten sie wirklich Quantenphysik-Rätsel drin, aber die sind bei den Playtestern nicht gut angekommen. Also nur bei den Quantenphysikern unter den Playtestern. Unter den Final Fantasy. Tatsächlich überschneiden sich die beiden Zielgruppen sehr. Ja, es ist ein wenn du es als Venn-Diagramm darstellst, dann ist es nur ein Kreis. Es ist genau exakte Schnittmenge. Aber auch hier gibt es Items. Ich weiß gar nicht, ob ich die Items immer noch sammle. Ich werde sie niemals benutzen. Obwohl, kann ich eigentlich also equippen? Ja, muss der wohl. Wäre meine Idee, oder? Solltest du mal machen. Ich dachte, du hast hier übelst aufgelevelt und so. Und aufgelevelt habe ich, aber dazu zählt nicht. Auch equipped. Weil hier 10% HP ist ja mal nicht so verkehrt. Ja, ganz oben. Iron. Was? Ach, da oben. Magic. Wo hast du jetzt gerade nach dem... Unten rechts. Das sind keine 10%, oder? Sind das doch 10%. Doch, plus 10%. Kann ich sogar mehrere? Ja, okay. Entschuldigung. Nee, kann ich nicht. Nicht aggressiv, Tom. Aber warum nicht? Ganz ruhig. Wir sind nur mehr Slots. Hinterfrag das nicht, bitte. Verzeihung. Ach so, hier Capacity. Der braucht 40 und der hat 50. Ah, alles klar. Strength plus 10. Ja,
Mach mal. Hübsch aussehen, das hat ein schönes Art-Design hier. Ja, der, gut, das der Himmel können, ist schön. Können sie ja immer irgendwie. Das hier ist ja. Ein, Präsentation ist ja nun wirklich nicht das Problem von. Das recht. Final Fantasy. Nein. Nope. No cigar. Nope. Oh, da habt ihr den neuen Comic von Oatmeal schon gesehen? Nee. Sensationell, das ist super lang, glaube ich, 6 Seiten über seine Motivation, warum er joggt. Und das ist halt super mit dem inneren Schweinehund und das ist ein absolut sensationell guter Comic. Bringt das auch was, wenn man nicht joggt? Ja, absolut. Das ist sehr allgemeingültig mit innerer Schweinehund und sowas. Und da gibt's eine Szene, da musste ich echt laut lachen. Da hat er davon erzählt, wie er einmal in Japan gejoggt ist, in so einem Wald, wo irgendwie so daumengroße Wespen unterwegs sind und auch daumendicke. Und im Jahr sterben irgendwie 44 Leute an deren Bissen oder nee, Stichen, ja. An deren Stichen. Und der ist halt durch den Wald gelaufen, wo die heimisch waren. Und ist halt die ganze Zeit mega schnell gerannt und konnte eigentlich gar nicht mehr und das war total furchtbar. Und um dann zu zeigen, wie gefährlich diese Bienen sind, hat dann so eine Szene gezeichnet, wo so Godzilla kommt. Godzilla kommt so aus dem Wasser, sieht so in der Stadt einen so einen Bienenschwarm und dann sagt so, fuck this, macht so 2 Mittelfinger so, nope und geht dann langsam zurück ins Meer. Man sieht nur noch diese beiden Mittelfinger über Wasser und das nope. Sehr gut. Super. Ja, Oatmeal ist super. Den hast du ja mal wieder ganz schön gezeigt. Easy Mode. Und dann auch, wenn Sarah im Nachhinein diesen Mock so hochwirft und dann wie ein kleines Baby auffängt, dann kann ich den Kampf schon nicht mehr ganz so episch finden, ehrlich gesagt. Naja. Du fandest ihn vorher episch. Nein. Nicht doch mal. Hast mich mal wieder beim Lügen ertappt. Danke, Tom. Bin ich jetzt schon runtergesprungen? Ja, okay. Bin ich? Ja. Was? Ich bin in so einer alten Grand Puls-Stadt. Ja, von dem ich komme. Bist du gekommen. Ja. Hör auf. Run. Running. Panik. Vollgepresste Brüste. Ah! Vollgepresste Brüste. Ah, ich bin umzingelt. Masera. Noel, beschütz mich. Masera ist doch so ein Strich in der Landschaft, wo er die Brüste. Nee, aber ja, das bisschen, was sie hat, quetscht sie so. Ja. Das sind viele Gegner. Muss ich mal ganz kurz anmerken. Wirst du es schaffen? Ich habe meine Heiler ausgerüstet. Ja, Tom, und bei dir so? Ja, bei dir ist der Kopf munter geschnitten. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass Persona 5 kommen könnte. Ja. Finde ich irgendwie nett. Gab's das nicht schon, seit einer Weile sogar? Ja, also Gerüchte gab's immer mal wieder, aber die haben sich jetzt halt die URL gesichert, persona5.jp. Okay. Und das ist, ja. Also kann natürlich auch präventiv sein, aber. Next Gen, please. Ja. Kommt eh für PS2. Einfach so aus Traditionsgründen. Ja. Das letzte große Spiel für die PS2. What? PS4 gerade angekündigt. Aber mit PS4-Umsetzung auch. PS2 und PS4 kommt. Also ich muss sagen, Hätte ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren an manchen JRPGs so ein bisschen die Lust verloren oder so, aber Persona 5 würde ich mir wirklich nochmal geben. Persona ist so eine Reihe, da würde ich wirklich nochmal... Ich habe gerade das Persona 4 gespielt, ich brauche eine Pause von 100 Stunden JRPGs. Das ist, glaube ich, dir. Das kann man nur einmal alle 2 Jahre machen. Hast du das Two Best Friends Play gesehen, wo er das Safe Game von seinem Kumpel überspeichert? Super, was? die beiden spielen halt und der eine von den beiden, der halt immer eher so der Unbedarfte ist und den Trottel ein bisschen spielt oder so, guckt dann die Safe Games von seinem Freund und sieht halt, der hat ein Safe Game, wo er auf Level 99 ist und 150 Stunden drin sind und so, und fragt ihn halt, warum hast du hier so ein Safe Game? Naja, weil ich Persona 4 unheimlich lange gespielt habe, weil es total geiles Spiel ist und halt einfach bevor der andere was machen kann, überspeichert es erst halt einfach. In den letzten 5 Sekunden des Videos sieht man nur, wie es geleuchtet wird, man so, what the? Und dann geht das Video weg. Genau. Super. Ist zwar irgendwie ein Mordgrund, aber... Das ist ja heftig. Das ist super lustig. Da sieht man nur, wie fragil dieser Fortschritt ist, den man in so einem Spiel macht.
Ich meine, ich bin immer schon kurz vorm Ausrasten, wenn ich irgendwie, was weiß ich, durch einen Konsolenabsturz oder sowas eine halbe oder dreiviertel Stunde verliere. Aber ja. Das kann auch nie leiden. 150 Spielstunden. War da jemand? Jesus. Also auf PS2 kann ich mir auch gar nicht vorstellen, das gespielt zu haben. Einfach, weil du bei jedem, du ja jedes Mal, wenn du stirbst, das komplette Dungeon neu machen musstest. Ja, das ist auch wirklich sehr ätzend. Also, boah, ich war ja so glücklich, dass das bei Golden nicht so war. Ja, wird hoffentlich in Zukunft auch nicht so sein. Die normale Shin Megami Tensei-Reihe, die ja jetzt auch einen neuen Teil bekommen hat, der richtig gut sein soll, der leider bei uns noch gar nicht bestätigt ist für Europa. Echt nicht? Nee. Also beziehungsweise man weiß nicht, wann er kommt, der hat kein Datum. Die sollen ja deutlich schwerer sein als die Persona-Reihe zum Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da so Interesse daran habe, weil ich glaube, die Story soll da gar nicht so geil sein. Nee, die Story soll nicht gut sein, aber mechanisch soll es halt ähnlich wie Persona, klar, weil es ja immer noch Shin Megami Tensei ist, aber trotzdem sehr, sehr motivierend. Ich finde Persona jetzt aber nicht so leicht oder so, also jetzt nicht so, dass ich mich langweilen würde oder sowas. Also nee, aber nee, deswegen habe ich ja so ein bisschen Angst davor, Shin Megami Tensei normal zu spielen. Aber ich bin vor allem jemand, der jetzt halt nicht fürs Gameplay spielt, also... Also gut, ich habe ja nicht annähernd so viel gespielt wie du, aber ich fand das durchaus ist eines der schnelleren, spaßigeren JRPGs. Ja. Also zum Beispiel spielerisch macht es mir mehr Spaß als Ni no Kuni. Ja, das muss ich mir mal wiederholen, wenn man das macht. Gerade hat es Nick immer noch. Ja, Nick oder Tobi oder so. Das habe ich ja damals weggegeben, weil... Ich habe es auch gehört, weil ich fand Ni no Kuni dann doch zu langweilig. Oh, ich weiß nicht mehr genau, was ich vorher gespielt habe. Ich habe irgendwas Graubraunes gespielt. Dann habe ich halt Ni no Kuni angemacht und in den Anfang gespielt und wollte einfach in meinen Fernseher springen und da drin baden. Das stimmt. Ich mag auch die Geschichte von Ni no Kuni an und für sich, weil es so unbekümmert ist und weil es halt so schön farbenfroh ist und halt du diesen Ghibli-Charme hast. Ja, dein Problem ist ein anderes, ne? Richtig, das Problem ist ein anderes. Wie ich bei dem Gespräch über Ni no Kuni gerade mehr Spaß hatte als in der gesamten Vergangenheit, wo wir nur über Final Fantasy geredet haben. Ach, Ni no Kuni, oh, Final Fantasy.